Freunde, was geht? Kaizen Gaming wieder hier. Heute mit dem zweiten Teil von den besten Waffen in Edex 2, diesmal für Nordmagalan. Also ich sag mal so eigentlich das ganze Schneegebiet, Outlaws auch noch. Das gucken wir zusammen an. Ja, wir sind erstmal hier, kann ich das zeigen? Hier nördlich der Bastion, bei den Klerikern vorbei quasi. Hier ist das Schild Beschützer, ja, ist ein legendäres Schild, findet ihr in dem letzten Raum des Betara-Formers. Dafür müsst ihr da auch erstmal durchrocken, auch 100% Schaden, Reduktion dafür, genau, ihr macht 65 Stärke dafür und 49 Kondition. Dann gehen wir, warte mal, hier, genau, gucken wir uns das an. Das ist nämlich wieder eine Sonnenbrille. Maschinenfokus heißt die. Ja, das hebt euch die Roboter sowie Drohnen visuell hervor. Weiß nicht, ob ihr das braucht. Muss jeder selbst wissen. Ja. Wir gehen hier oben links weiter. Hier ist der Dampfhammer. Sehr starke Zweihandwaffe. 371 Schaden. Fast 15.000 Elixitwert. Ihr braucht aber 100 Stärke und 40 Konstitution. Also für reine Zweikampfkämpfer, perfekt. Für alle anderen, eher nicht perfekt. Genau. So, Moment, ich muss mal kurz meine Liste weiterschauen. Genau, das hier. Moment. Das ist nämlich verrückt. Genau, das ist der sogenannte Toröffner. Fernkampfwaffe bzw. Granatwerfer. Macht 298 Schaden, über 8000 Elixitwert. 60 Geschick und auch 60 Stärke braucht ihr dafür. Hier oben ist die Waffe Captain Zack. Ja, es ist eine schwere Waffe. Als Munition braucht ihr Speere, hatten wir bis dato noch nicht gehabt. Ja, die liegt hinter dem Konverter da nämlich. 516 Schaden ist ein ordentlicher Wumms. 5000 Elixitwert, 78 Geschicklichkeit, 56 Stärke, dann könnt ihr Captain Zack benutzen. Hier ist die Waffe der Henker, auch eine Zweihandwaffe, sehr stark, 335 Schaden, fast 10.000 Elixitwert. Hier braucht ihr nur 99 Stärke und 54 Konstitution. Ja. Ich mache jetzt am besten hier unten weiter, diese hier, südlich der Alps. Das ist eine Sonnenbrille, der sechste Sinn. Ja, damit könnt ihr Gegner frühzeitig auf dem Radar sehen. Wie gesagt, muss jeder selbst wissen, ich zeige euch das nur. Hier unten ist die Waffe der Geisterrufer, ist ein Bogen. Ich habe auch der stärkste Bogen mit 352 Schaden. Ihr braucht 85 Geschicklichkeit, 61 Stärke, über 7000 Elixitwert. Also wirklich ein dicker Hammer. Ein dicker Hammer. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, das ist hier nämlich der Zerm. Ich hätte jetzt was Falsches sagen. Doch, das ist der Zermalmer. Einhandwaffe, 150 Schaden, 79 Stärke, 42 Konstitution. Gibt definitiv Besseres dafür. Hier ist nochmal eine Brille Sicht der Dinge. Ja, was auch schon ganz im Süden war, wodurch ihr halt Beutegegenstände durch die Wand sehen könnt. Hier auf der Insel, zeige ich mal. Hier ist auch ein Unhold, glaube ich, war das. Oder ein Urtier, genau. Ja. Hier ist der Dosenöffner, Raketenwerfer, 345 Schaden, 10.000 Elixitwert und ihr braucht 68 Stärke als auch Geschicklichkeit, um den Dosenöffner zu bedienen. Hier hat man auch nochmal eine Brille, Sicht der Dinge. Ja, jetzt kommen wir mal ran. Hier ist das. Gut, und dann haben wir jetzt die letzten drei Waffen. Eine ist hier, genau, das ist der Prellbock, 133 Schaden, macht zusätzlich Bluteneffekt. 75 Stärke und 27 Konstitution wird benötigt. Gibt es bessere, außer ihr habt voll und ganz auf Stärke geskillt. Hier oben ist noch der Zornige. Ja, das ist auch ein Granatwerfer. Macht 578 Schaden. Ist über 22.000 Elixit wert. Ihr braucht 81 Stärke als auch Geschick. Und hier könnt ihr, wenn ihr nochmal wollt, wieder wie gesagt die Sonnenbrille, mein sechster Sinn, finden. Euch werden die Feinde auf der Minimap vorzeitig angezeigt. Ja, muss jeder selbst wissen, was er sich davon holt. Wie gesagt, Einhandwaffen, Zweihandwaffen. Wir haben alles einmal gezeigt. Das sind wirklich die besten Waffen, die ihr im Spiel finden könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Holt euch ruhig die Waffen. Ich habe auch schon die eine oder andere geholt, auch noch nicht alle.
Man braucht nicht alle, weil man natürlich nicht alles skillen kann. Also der Trollschnitter, eine super starke Waffe. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, alle haben drei Sockel, sind viel Geld auch wert. So könnt ihr natürlich auch Geld besorgen. Ich verkaufe das Ding einfach beim Händler. Und ja, viel Spaß beim Suchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns zum nächsten Video. So, das war das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, einen Kommentar oder sogar ein Abo, damit ich weiß, ihr habt es gesehen, euch hat es gefallen und vielleicht konnte ich euch auch weiterhelfen, was mich super freuen würde. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dann.